Servus, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier. Ich bin's André und welcome to Star Wars The Old Republic back. Und ja, viel Spaß beim Zuschauen. Es geht weiter hier in der Geschichte um Mana. Mana? Mana, Mana, Mana? Manan. Manan. Vergaß. Abgeordnete Nulo. Meister Jedi, gut. Die Abgeordnete Nulo hat sich geweigert, irgendetwas ohne euch zu besprechen. Ich wollte euch beiden persönlich für eure Tapferkeit bei der Bergung von Colonel Gallo und ihrem Team danken. Das war die einzige Möglichkeit. Colto lässt sich ersetzen. Das Leben guter Leute nicht. Ja, natürlich. Verzeiht mir meine Offenheit, aber was ihr getan habt, hat viele meiner Kollegen überrascht. Wir sehen nicht oft Fremde, die an derartigen Idealen festhalten, schon gar nicht im Krieg. Das gestohlene Colto ist schon unterwegs an die Front. Das wird uns bei der bevorstehenden Offensive teuer zu stehen kommen. Eine Sache wäre da noch. Jemand, der sich noch erholen sollte. Alles klar, Nolo. Colonel Gallo, wie ich höre, habt ihr mein Team aus einer misslichen Lage gerettet. Das werde ich mir merken. Wir alle. Freut mich, dass ihr wieder wohlauf seid, Colonel. Es braucht schon mehr, um mich loszuwerden. Solltet ihr euch eines Tages mal wieder hierher verirren, bezahle ich. Admiral Rava, wir sollten uns über die Flugabwehrgeschütze unterhalten, mit denen ihr meinen Ozean zumüllen wollt. Natürlich, Colonel. Ich bin hinsichtlich Ihrer Standorte offen für eure Anregungen. Ja, wie sagt man so schön? Ende gut, alles gut. Haben auf jeden Fall wieder erstmal eine gute Tat getan. Und ja, damit auch einen wichtigen Verbündeten geschaffen. Ne? Ist ja auch immer sehr von Vorteil, wenn man mal selber in einer Bedrängnis, Bedrulle ist, dass man auch genügend Leute hat, die einen auch zur Seite stehen. So, ich wollte mal gucken, was mein. Ah. Oh. Okay. Können wir nämlich mal ein paar Sachen hier verkaufen, denke ich. Sonst sind wir Bitte verwenden nämlich Sie den gleich völlig Schiebeschlüssel nur voll. nach Anleitung. Das ist doch ihr Dings. Das kann man nicht verkaufen. Leben Sie Schade. wohl. Ich habe ja noch das keine auspacken. Handschuhe, die gehen noch nach oben. Eigentlich alles nicht gut. Die Sachen kann ich jetzt auch alle nicht benutzen, leider, weil ich nicht Benötigen irgendwie Sie medizinische Hilfe? den erforderlichen Ruf dafür habe. Was war denn da noch? Nein, das so, jetzt habe ich es verkauft, wa? Habe ich es verkauft? Ich habe es verkauft. Rückkauf. Hier rein wieder, bitte. Leben Sie wohl. Genau. So. Gut, dann können wir weiter.
wirklich schön hier draußen. Ich hatte kaum Gelegenheit, mich umzusehen. Alles ging viel zu schnell. Ist das bei euch immer so? Ich wusste nicht, was ich erwarten sollte, als ich euren Notruf hörte. Das alles jedenfalls nicht. Ging mir genauso. Ich sah die imperiale Flotte und als nächstes kämpfte ich mich schon durch ein untergehendes Schiff. Aber anscheinend werdet ihr immer auf die Probe gestellt. Als solltet ihr ein Jedi werden. Ihr wisst schon. Prüfung des Könnens, des Mutes und des Fleisches. Das volle Programm. Ich wusste, dass es für mich hart, vielleicht sogar unmöglich werden würde. Meine Zweifel waren größer, als mir jemals bewusst war. Arn, ihr seid ein Jedi. Nach allem, was ihr durchgemacht habt, habt ihr es geschafft. Ich weiß. Ihr habt recht. Tao hatte auch Probleme mit Zweifeln. Aber sie waren für sie nie ein Störfaktor. Das habe ich gemeint, als ich fragte, ob es immer so ist. Ihr habt so viel geleistet. Hattet ihr jemals Selbstzweifel? Wenn viel auf dem Spiel steht, gibt es kaum Sicherheit. Das verstehe ich. Es tut mir leid, dass meine vielen Fragen nicht allzu viel Sinn ergeben. Ich bin wegen eines Gerüchts aus den Jedi-Archiven nach Manaan gekommen. Ein erfahrener Jedi-Meister hat sich hier draußen versteckt. Am Anfang haben die Selkath alles geleugnet und jede Hilfe verweigert. Ich wusste gar nicht warum. Ich wollte nur dafür sorgen, dass er wusste, dass er bei uns sicher war. Dass er sich nicht mehr verstecken musste. Habt ihr ihn gefunden? Nur sein Grab. Er ist vor ein paar Jahren gestorben. Er hatte die Selkath gebeten, nicht zu verraten, wo er begraben ist. Warum wohl? Vielleicht dachte er, seine Taten als Jedi wären wichtiger als die Kunde davon. Wir werden es nie erfahren. Ich würde gern glauben, dass meine Suche nach ihm, die mich hergebracht hat, um mitzuhelfen, das alles zu beenden, irgendwie sein letzter großer Dienst war. Meine Crew will ein Update. Wir werden auf Manaan bleiben und sehen, wie wir helfen können. Wir sehen uns bestimmt mal. Jo, und damit haben wir wohl den Begleiter jetzt erstmal verloren. Er bleibt erstmal hier. Und wir müssen weiter. Hey, Arn hat gesagt, dass ich euch hier finde. Ich wollte schon immer mal nach Manaan, aber der Krieg war vor mir hier. Schrecklich. Wir haben das Imperium zurückgeschlagen. Aber das wird nicht lange so bleiben. Ich war besorgt, was Arn angeht, bis ich hörte, dass ihr auch hier seid. Ich bin froh, dass ihr zwei so viel ausrichten konntet. Tut mir leid, dass ich euch so schnell wieder behelligen muss, aber wir haben den Kontakt zu unserem Team auf Ilom verloren. Das Team, das die Ruinen von Darth Nuls Festung erkunden sollte. Ich war mit den meisten von ihnen auf Ossus. Sie sind die Besten. Hier geht's nicht um defekte Geräte. Und es ist auch niemand am Funkgerät eingeschlafen. Irgendetwas ist passiert. Wir müssen der Sache nachgehen. Ich kann sofort aufbrechen. Wie kommen wir hin? Also ich hatte gehofft... Weicht ihr mir schon wieder aus? Ich dachte, das hätten wir geklärt. Euch hatte ich hier nicht erwartet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht einmal, wie sie von all dem hier erfahren hat. Dinge zu erfahren ist mein Job. Ihr sagt das, als wäre das beruhigend. Ich finde die Wahrheit immer beruhigend. Ich hole nur kurz ein paar Sachen. Treffen wir uns auf dem Schiff? Eure Jedi-Freunde sind wirklich lustig. Sie ist zu Recht besorgt. Wir wissen, dass sich Malgus für Darth Nul interessiert. Wenn er beteiligt ist, dachte ich mir, ich helfe euch. Ich freue mich über eure Hilfe. Wollen wir? Na, das war doch mal schön, wieder ein paar alte Gesichter zu sehen. Wie geht's jetzt mit der alten Truppe wieder weiter? So, mal gucken, wo gehen wir denn jetzt hin? Ruinen von Nul. Lies den Einzelspieler Flashpoint Ruinen von Nul ab. Das wird dann unsere nächste Aufgabe sein.
So, was hätten wir denn noch Schönes? Coruscant, Störfall. Zum Beispiel. Mal gucken, was es in Coruscant so zu erzählen gibt. Ah, er hat so nett gewunken. Anitol Ah, ihr seid hier. Es ist mir eine große Freude, die Elite der Republik zu treffen. Ihr habt euch auf Tython einen ziemlichen Ruf erworben, eigenhändig eine Bedrohung vom Jedi-Tempel abzuwenden. Inspirierend. Jeder Jedi hätte so gehandelt wie ich. Ich war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Genauso geht es wohl allen Helden. Ich bin im Namen von Vanara Keil hier, Senatorin auf Coruscant. Sie repräsentiert nicht nur unsere Welt im galaktischen Senat, sie steht auch der Regierung dieses Planeten vor. Senatorin Keil leitet den Wiederaufbau all dessen, was durch die Invasion des Sith-Imperiums zerstört wurde. Diese alten Wunden zu heilen braucht Zeit und ist schmerzhaft. Der Krieg ist schon lange vorbei. Wir müssten uns doch längst erholt haben. Einige Wunden sind tiefer als andere. Diese Welt hat viele Baustellen. Eine zerstörte Infrastruktur, steigende Flüchtlingszahlen, ganze Sektoren, die in Anarchie versinken. All das verhindert den Wiederaufbau. Senatorin Keil glaubt, dass ihr perfekt dafür qualifiziert seid, eine äußerst dringliche Gefahr abzuwenden. Sie wüsste es sehr zu schätzen, wenn ihr sie treffen würdet. Sofort. Das muss die Senatorin mit Meister Orgis Din besprechen. Wenn er zustimmt, werde ich sie treffen. Wir haben keine Zeit, den normalen diplomatischen Amtsweg einzuhalten. Senatorin Keil wird alles erklären. Senatorin Keil ist die größte Anführerin, die wir seit Jahren hatten. Sie baut nicht nur diese Welt wieder auf, sondern zugleich den Rest der Republik. Sprecht mit Minister Imok im Senatsgebäude. Sagt ihm, ihr werdet erwartet. Viel Glück und willkommen auf Coruscant. Okay, man kann jetzt auch so sagen, ich wurde jetzt einfach überredet. Es wurde einfach, war egal, was ich sage. Du musst jetzt dahin. Wie heißt denn die Aufgabe? Du erhältst Mission, Krise in. Okay. Störfall. Zack. Okay. Ja, manchmal hat man anscheinend keine andere Wahl. Bemrati Haivo, Semper Finst Jim, Unisan, Dumul Ganyor Nord. Danke, dass ihr so kurzfristig für mich Zeit hattet. Ich bin Senatorin Vanaha Keil. Vergebt meine Direktheit, aber Zeit ist ein Luxus, den ich mir nicht gönnen kann. Wie ihr vielleicht wisst, ist Coruscant von Flüchtlingen vor der imperialen Tyrannei überschwemmt. Viele sind schon seit Ausbruch des Krieges hier. Die Flüchtlinge haben den alten galaktischen Markt übernommen und sich in Läden und Lagerhäusern verschanzt, die während der Plünderung von Coruscant aufgegeben wurden. Sie weigern sich zu verschwinden. Es muss doch einen besseren Ort für diese Flüchtlinge geben. Wir haben ihnen angeboten, sie auf fremden Planeten anzusiedeln, aber sie verlangen, hier zu bleiben. Wie so oft, wenn Angst und Armut vorherrschen, hat sich ein kriminelles Element erhoben, um die Situation auszunutzen.
Die Händlergilde der Migranten war ursprünglich eine politische Gruppe, um die Interessen der Flüchtlinge zu vertreten. Über die Jahre hat sie sich zu einem skrupellosen und mörderischen Verbrechersyndikat gewandelt. Als ob diese Leute nicht schon genug Probleme hätten. Jetzt werden sie auch noch von Gangstern unterdrückt. Diese Verbrecher beuten genau die aus, die ihre Gilde angeblich beschützt. Sie herrschen durch Einschüchterung und Erpressung. Die Händlergilde der Migranten ist extrem aggressiv und gefährlich geworden. Ihre Vollstrecker haben sich mit Militärwaffen ausgestattet. Heute sind ihre Schläger auf die Straßen gegangen. Sie haben unser Sicherheitspersonal angegriffen, Feuer gelegt und Aufstände angezettelt. Wir stehen einem bewaffneten Aufruhr gegenüber. Bei allem Respekt, Senatorin. Seid ihr sicher, dass dies die Aufmerksamkeit der Jedi erfordert? Euer Orden ist Coruscant schon zu lange ferngeblieben. Es ist an der Zeit, dass die Jedi den Schutz der republikanischen Hauptwelt in die Hand nehmen. Generationenlang war der alte galaktische Markt die zentrale Umschlagstelle für den Handel auf Coruscant. Er ist nicht nur von großer wirtschaftlicher Bedeutung, sondern auch ein Symbol für die Freiheit der Republik. Die Kommkanäle sind gestört. Wir haben den Kontakt zu unseren Sicherheitskräften verloren. Ich brauche eure Hilfe, um diese Krise zu beenden. Die Verbrecher dürfen nicht gewinnen. Ich werde mich darauf konzentrieren, die Leute zu retten, die zwischen den Fronten festgenagelt sind. Es ist nicht die Pflicht eines Jedi, Verbrecher zu strafen. Ich vermute, dass sie sich selbst strafen, indem sie euch angreifen. Tut, was immer nötig ist, um unschuldige Leben vor diesem kriminellen Abschaum zu beschützen. Sucht meinen Sicherheitschef, Captain Winborn, auf. Er wird euch helfen. Viel Glück. Interessant. Also, der Kampf gegen die Flüchtlinge. Mal sehen, wie der nachher enden wird. So ganz traue ich dieser Frau noch nicht. Die hat auf jeden Fall sehr strenge Gesichtszüge. Ich weiß nicht, was sie so vorhat, aber das werden wir mit der Zeit rausfinden. Dankeschön, dass ihr wieder hier gewesen seid. Hier kommen wir nämlich zum Ende für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte ein Like da, abonniert meinen Kanal und dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Euer André. Ciao, ciao.